Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch frohe Weihnacht. Es ist Heiligabend und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mal so ein kleines Fun-Video an den Mann zu bringen. Heute habe ich mir als Weihnachtsspecial etwas, ich sag mal, nicht ganz Einfaches ausgedacht. Und zwar seht ihr hier, wie sie da stehen in voller Pracht. Tolle Mechs mit schönen Weihnachtsskins. Ne, wir haben hier auch Arachnos mal wieder dabei. Ihr wisst ja, das ist ja Tradition an Weihnachten bei mir, Arachnos aus seinem Kerker zu befreien und den mal ein paar Runden auszuführen. Und auch MD ist dabei, den sieht man auch nie bei mir im hintgemaxten Rival 16. Ah, geil. Und ja, wir werden jetzt heute mal eine kleine Challenge machen. Und zwar werden wir drei Spiele spielen. Einmal 5 gegen 5, einmal 2v2 und einmal CPC. Und die Challenge besteht darin, dass ich meine Waffen nicht benutze. Ich versuche, die Spiele zu gewinnen, einfach nur, indem ich meine Bots mit meinen Abilities unterstütze. Das heißt, Stalker ist zum Beispiel eigentlich total fehl am Platz, weil der hat keine Ability, der irgendeinem anderen etwas bringt, außer mir selbst. Aber ich habe den Geschützturm von Arachnos. Ich habe den Systemabsturz von Guardian. Die Stasis-Barriere von Panther und, naja, die MD-Heilung von MD. Ja, da gucken wir jetzt mal, was wir damit reißen können. Film ab. Sodale, dann wollen wir mal. Wir spielen Seitengasse. Oh weh. Ja, die ehemalige 2v2 Map, die sind zu einer 5v5 Map umfunktioniert haben. Wir gehen mal los mit Arachnos und versuchen, unseren Turm hier auf die Brücke zu setzen. Da kommen die nämlich meistens hoch über die Mitte und die rechte Seite. Oh, den haben wir etwas weit hinten reingesetzt. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen weiter vorne gehabt. Und ich bin tot. Ja. Arachnos ist einfach so ein Kackmech, egal ob er den Weihnachtsskin trägt oder nicht. Gut, als nächstes nehmen wir den Panther, gucken mal, ob wir irgendwie sinnvoll die Netze schmeißen können, entweder um die Gegner zu freezen oder eigene Bots zu saven. Gucken wir mal, okay, unten rechts kommt einer durch, wir dürften hier noch eine Weile geschützt sein durch die Mauer. Okay, der ist wieder zurückgelaufen, gehen wir nochmal zurück. Koordinieren uns mal neu und schauen mal. Also, wir haben drei Gegner geradeaus. Einer kommt jetzt durch die Brücke, schmeißen wir hier mal gerade auf das Netz. Okay, wir wechseln den Mech. Da kam Nomad, mit dem ist natürlich nicht zu spaßen, auf den kleinen süßen MD. Oh, der ist so niedlich. Okay, wir machen mal hier unsere... Oh, na, der braucht keine Hilfe mehr. Wir machen hier mal unsere Heilung an und schauen mal, ob wir hier einen hochheilen können. Übrigens 141.000 Life Points auf maximalem Level mit legendären Piloten. Das ist natürlich schon eine negative Ansage. Der könnte ruhig mal einen 100.000er Lebenspunkteschub verkraften, gebrauchen, wie auch immer. Ah, komm, den heil mal, weil der kann nicht weglaufen. So, ja, okay, er kann gleich wieder nicht weglaufen. Ah, das überlebt er nicht. Nee, das überlebt er nicht. Aber es sieht ganz gut für uns aus. 14:11 steht's für uns. Wow, habt ihr das gesehen? Das war knapp. Stormbreak, ja, auch neu. Schauen wir mal. Ja, komm her, wenn ich dich schon heilen will. Da unten ist er. So, ja, das Schöne ist, ich habe mich auch selber hoch, das heißt so minimalen Beschuss kann ich ausgleichen. Da oben kommt ein Hemlock, gut, dann müssen wir auf... Autsch, das hat wehgetan, Mano. Ja, das Raptor halt, ne, der 16er und der 8er auf Search. Gut, wir kommen auch schon zum vorletzten Board, ne, das kann ja nur abenteuerlich werden. Aber hey, wir haben die erste Runde gewonnen, knapp, aber fair. Gut, wir gehen diesmal mit Arachnos wieder los. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Turm etwas weiter in der Mitte der Brücke platzieren können. So, ja, genauso stelle ich mir das vor. Seht ihr, und schon fängt er auch das Rattern an. Und hier seht ihr auch, warum ich immer sage, Arachnos Ability bringt überhaupt nichts. Der macht 702 Schaden pro Schuss. Das ist überhaupt nichts. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Und das nur auf maximalem Level. Ich glaube, der Arachnos Turmschaden erhöht sich auch von Rang zu Rang. Ja, es gibt noch einen Implantat dafür, dass er den Schaden verstärkt, aber das ist trotzdem nicht mehr so wert. Und da ist unser Arachnos auch schon wieder im Spinnenhimmel. Gut, ja, das Ding, das ist natürlich keine Chance. Dann nehmen wir natürlich direkt wieder den Panther durch Asche und Staub offensichtlich und schmeißen mal unser Netz. Das war jetzt eher so semi-gut, wir sind auf der falschen Seite. So, was machen wir jetzt? Ja, die Gegner befinden sich geradeaus auf der Brücke und unter der Brücke. Einer ist jetzt durchgekommen. Ja, ich kann hier leider Gottes nicht besonders viel machen, außer hier das Netz zwischen die beiden zu stellen. Jawohl, sehr schön.
So ist nice. Es steht gerade 9:9. Wir haben noch ungefähr eine knappe Minute. Könnte also sein, dass wir noch in die dritte Runde müssen. Ich hoffe, meine Bots machen das Ganze, weil ich kann ja aufgrund der Challenge hier nicht allzu viel helfen. Na, ich sehe schon, komm, am Ende stoßen wir auf einen Echtgegner, der macht mich dann platt und dann, ja, denkt er sich so, jo, ich wurde ja voll der Noob, Alter. So, 12, 11, 28 Sekunden, auf geht's, meine Freunde. Jawohl, 13, 11, 14, 11, jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Mauer ist geladen, direkt geschmissen, ist übrigens ziemlich gut. Ich habe noch Erfolge für Panther, wo ich Max freezen muss mit der Mauer. Au, aber das ist nicht gut. 643 Leben, ach hier, das Ding würde nicht mal einen Arachnos-Turmschadensschuss da überleben. Ach, und jetzt kommt hier auch noch die Spinne, na prima. Gott sei Dank kann die hier unten ihre Rakete nicht zünden. 3, 2, 1 und 18 zu 15 haben wir gewonnen. Super, hey! Auf geht's ins 2 versus 2. Ja, kein Echtgegner, Gott sei Dank. Wir gehen los mit, mit Panther. Machen wir wieder Stasis bei Gen Action. Das funktioniert ganz gut, habe ich spitz bekommen. So können wir auf jeden Fall weitermachen. Wo bleiben sie, die Kollegen? Wo sind sie? Ja, da haben wir schon den ersten Scorpius, den wir jetzt hier wahrscheinlich direkt wegfetzen können, wenn mein Bot hier mal zu Potte kommt. Das hat sich gereimt und was sich reimt, ist immer gut. Zitat von Pumuckl. So, ja, da hat unser Bot wieder ordentlich reingekackt. Der hat die Disruptoren abbekommen. Selber schuld, wenn man Redox spielt. So, dann haben wir direkt den zweiten gefreezed. Jetzt greif mal an hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Auf geht's. Was macht er denn? Du sollst nicht gegen die Decke schießen, du sollst den Bot abknallen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ho, ho, ho und so, you know. Verteil deine Geschenke. Hallo? Hallo? Nein, 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 nein. Nein, nein. Wie wär's? Ja, ja. Mein Gott, du unfähiges Teil. Nicht schon wieder, ey. Eins und da ist auch schon wieder. Greif doch an, hallo. Hallo. Was wird denn das hier? Oh, jetzt kommt ja von da oben auch noch. Wirklich, also die Bots sind ja dermaßen. Ja, jetzt knallt dann ab. Jetzt. Na gut, wir gehen wieder rein mit unserem Guardian. Entwaffnen erstmal den Fettsack da vorne. Mit seinen Stummelärmchen, die ziemlich gefährlich sind. Ein doppelter EM-Rival-Schuss mit angeworfenem Antrieb, dann bin ich weg vom Fenster. Naja gut, ich spiele Guardian, also wahrscheinlich sogar ohne den Antrieb. Ja, das Gute ist, dass ich hier auf dem Maverick auch das Implantat für die Reichweite von meinem Guardian habe. Das ist immer relativ hilfreich, da kann ich auf 45 Meter den Gegner entwaffnen, damit rechnen die meisten nicht. Das ist ein sehr, sehr gutes Implantat, auch ein sehr, sehr seltenes Implantat, das haben wirklich die wenigsten. So, es steht 2 zu 4 noch 9 Sekunden. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die erste Runde verlieren wir. 3, 2, 1. Oh, komm schon, nein. Tja, da waren die Bots im vorherigen Spiel irgendwie besser. Ja, wir gehen mal los mit Arachnos. Schauen mal, was mit dem zu reißen ist. Wir stellen oben den Turm auf. Mal gucken, vielleicht zeigt er mal dem Bot, wie es geht. Also der Turm, nicht mein Arachnos. Und ja, den habe ich schon wieder zu weit unten platziert. Den hätte ich wieder ein bisschen weiter nach oben stellen müssen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich sofort abgeknallt worden. Oh, da seht ihr, da wird geschossen. 702 Schuss pro Sekunde. Ich habe immer einen Assist gemacht. Das ist doch mal was ganz was Nettes. So, wir sind hier geredoxed mit seinem Redox Freeze oder wie immer man das nennt. So, stellen wir hier nochmal den Turm auf. Aber ich glaube, das Search mit Ember Gun. Oh, nein. Ach, so eine Grütze. Ja, gut. In dem Fall gehen wir mal mit Panther rein. Ja, würde ich mal sagen. Nee, MD. MD ist auch lustig. Panther hatten wir ja gerade. Der süße Kleine. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Unterstützung leisten können. Ja, nein. Ah, zertreten wie die Schale einer Haselnuss. Egal. Dann, es steht immerhin 4-3. Hey, wir müssen es positiv sehen, Leute. Jetzt nehmen wir Guardian und gucken, ob wir wieder Leute entwaffnen können. Schön wär's. So, 4-3, komm mal hin. Hey, weh, du schießt jetzt nicht auf den, ne? Hey, weh, du er hat ihn, ernsthaft jetzt? Okay, es ist Weihnachten, ho, ho, ho. So, entwaffnen wir den Burschen mal. Und, komm schon, nein, was ist los? Kann ja wohl die Fahr sein, jetzt komm.
Ach, noch 3 Sekunden. Ich kann direkt wieder entwaffnen, aber er muss ihn jetzt wirklich weghauen. Am besten gleich alle beide, dann können wir die Runde noch für uns entscheiden. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, der hat 1 Millimeter Leben, das kannst du mir doch nicht erzählen. Jetzt mach ihn weg. Jawohl, es geht doch. Ja, aber das wird wohl auf ein Unentschieden hinauslaufen. Wir können ihn nochmal entwaffnen, aber es wird nichts bringen. Ah doch, wir haben Nachspielzeit, Leute. Wir haben Nachspielzeit. Richtig. Richtig. Und natürlich ist mein Bot wieder abgekackt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh weh. Oh weh, Eclipse. Ah, lolol. Oh, Eclipse mit Railgun. Ey, nee. 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 Ah, die Verlockung ist so groß, auf ihn zu schießen, aber ich darf nicht. Komm, schon noch 7 Sekunden. Du schaffst das. Hier. Passport 2 Hölle oder was weiß ich. Passport to Hell heißt das, ja, richtig, genau. Gleichstand. Ernsthaft? Okay, wir können jetzt quasi entweder nur noch ein Lose oder ein Unentschieden rausholen. Also versuchen wir mal, das Unentschieden rauszuholen und diese Runde jetzt wenigstens zu gewinnen. Wir starten mit Panda und schmeißen mal eine Wall. So, das hat ja in der ersten Runde schon zumindest anfangs recht gut funktioniert. Ja, sehr schön. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Da ist auch schon der zweite. Komm, hau ihn weg. Hau ihn weg. So will ich das haben. Super Sache. Warum nicht gleich am Anfang so? Mann. Sehr schön. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit unserer Mauer. Gucken wir mal. Ja, der eine ist hier Gestasis Barriered. Ich erfinde neue Wörter. Ist das nicht toll? Natürlich haben sie ihn weggehauen. Okay. Oh, ich sehe schon, da haben wir nochmal einen Eclipse, ich glaube sogar mit Stormrack 12 drauf, oder mit Stormrack 12 und 8, keine Ahnung, ich glaube der hat 2 12er drauf. Ja, aber die Mauer steht und ihr seht, dass es wenigstens hier auf der Map, hier in diesem Zwischengang, ist das mega, mega gut, auch mega, mega hilfreich. So, warten wir mal eine Sekunde. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. 3-1, Leute, 3-1. Das, ja gut, ich hab nichts gesagt. 3-2, wir sind zwar noch in Führung, aber jetzt wird schon ein bisschen knapper. Wir haben noch 43 Sekunden, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ho, ho, ho. Das war kein unartiger Junge. Okay, okay, okay. Noch 30 Sekunden, noch 30. Mann, das wird schon wieder so eine knappe Geschichte. Jetzt komm, mach doch noch einen Kill. Hallo. Hast du keinen Kill hinbekommen? Mann. 18 Sekunden. Ich schmeiß nochmal ein Netz. Komm, schieß auf mich. Schieß aufs Netz, komm. Hier spielt die Musik. Jawohl. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Okay, das Ding haben wir im Sack. Ich muss mich jetzt bloß verstecken. Ich darf mich nicht killen lassen. Weil selbst wenn er dann stirbt, haben wir die Runde gewonnen. 1-0 und unentschieden. Ja. 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 Damit ist die Challenge an sich schon mal verloren, aber wir machen natürlich trotzdem die dritte Runde. So, CPC ist der letzte Modus. Schauen wir mal, wie gut hier meine Bots performen. Wir steigen auch direkt ein mit unseren MD. Das ist nämlich so das Schnellste, was wir hier gerade dabei haben. Versuchen hier ein paar Kontrollpunkte zu nehmen. Hier kann ich zwar nicht killen, aber ich kann wenigstens, was die Kontrollpunkte angeht, etwas aktiver werden. Und zumindest ein bisschen ins Spielgeschehen eingreifen. Oh, der Killshot. Ernsthaft, den jetzt Killshot im CPC-Hangar der Bots. Auch nicht schlecht. Ja, Killshot sieht man im Endgame halt echt selten, also auch bei den Bots. Also wenn, dann ist es halt ein Homehead, aber Killshot? Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, irgendwas hat sich hier gerade verabschiedet und ist runtergefallen bei mir im Schreibtisch. Aber egal, wir machen weiter. Boah, da ist ganz schön was los in der Mitte, ne? Oh, nee, 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 nee. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut, die haben den dritten Punkt genommen. Hier sind einige Punkte vorne dran. Ich bin hinüber. Ich wechsle mal den Bot. Oh, aber was ist denn hier los? Die stehen ja hier zu dritt. Hier, Hausparty oder was? Hallo? Nein, 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 nein. Ach, Junge. Kann ich denn ernst sein hier? Jetzt nehmen die uns auch noch den Läufer vor der Tür weg, sozusagen. Na gut, entwaffnen wir die Burschen mal. Doch, ich könnte sie jetzt so schön wegschießen, ne? Aber da ich darf nicht. Ah, okay, okay. Orion ist also auch mit dabei, auch mit von der Partie. Ich würde ja so einen Orion-Skin feiern, wenn er so eine Zipfelmütze trägt und diese Bügel, die so bei ihm vorne dran sind, wie so Schlittenkufen sind. Das wäre cool, so ein bisschen auch Weihnachtsschlitten aufgemacht. Aber da wird wohl nichts draus, schätze ich. Aber sehr cool auf jeden Fall. Wir haben jetzt den mittleren Kontrollpunkt, das heißt, so schlecht sieht es gar nicht mehr aus. Aber
Der mittlere Kontrollpunkt ist auch schon wieder neutralisiert worden. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Minimap sagt, 3 Stück kann er hier vorne. Jetzt komm, killt ihn halt. Hallo. Hallo, ich kann nicht so schnell wegrennen. Scheiße. Der killt mich jetzt. Oh, natürlich. Ich bin fast bot-out. Was soll ich denn machen hier? Gut, wir nehmen jetzt Aranos und gucken mal. Ja gut, den können wir jetzt natürlich wieder einnehmen. Logisch. So, nehmen wir mit. So, dann stellen wir hier unseren Turm hin. Vielleicht kriegen wir... Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe einen Kühl gemacht. Mit Arachnos-Turm. Ich werde nicht mehr. Das ist ja ein Debüt, wenn man so möchte. Also Arachnos-Turm ist ja wirklich grottenschlecht. Ne? Der ist ja sowas von scheiße. Aber gut, wir sind tot. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ein Brickhaus hat uns weggeklöppelt. Jetzt schauen wir mal. Wir haben nur noch Stalker und es wird echt knapp, Leute. Ja, das ist schon wieder... Eieiei, ich glaube, die Challenge verbummeln wir komplett, ne? Wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann weiß ich auch nicht. War das knapp. Herzattacke, ich wäre fast spot-out gegangen. Was mache ich? Greif den mal an da hinten. Ich würde gerne die Mitte nehmen, aber dafür brauche ich... Oh, Schande. Nein. Oh Gott, ich kriege hier ein Herz. Ich bin tot. Nein, komm. Nein! Ach, Schande, ey. Oh, so eine Grütze. Eieieiei. Also nachdem wir die erste Runde ja sehr souverän gewonnen hatten, habe ich tatsächlich Hoffnung geschöpft, dass wir vielleicht durch alle 3 Runden mit einem Win durchkommen. Ja, im 2 vs. 2 hatten wir dann unentschieden und beim CPC hatte ich auch noch kurz die Hoffnung, okay, vielleicht schaffen es meine Bots, den Gegner noch Bot-Out zu schießen, aber wir waren dann Bot-Out. Tja, Challenge nicht bestanden, vielleicht probiere ich das gleiche nächstes Jahr noch einmal oder vielleicht auch übernächstes Jahr mal gucken, ich will ja nicht immer das gleiche machen. War trotzdem relativ lustig, ihr könnt mir ja mal Feedback dalassen, wie ihr das fandet und wir sehen uns dann zu einem weiteren Video oder in diesem Fall hier nächstes Jahr zu Weihnachten bei einem weiteren Weihnachtsspecial. Vergesst bitte nicht das Gewinnspiel, das momentan am Laufen ist, ich verlinke euch nochmal in die Videobeschreibung oder in die Kommentarsektion das Video zum Gewinnspiel. Wie gesagt, nehmt dran teil, wenn ihr Lust habt. Der Beste gewinnt 8000 A-Coins. Haben oder nicht haben, das ist die Frage. Gönnt's euch oder gönnt's euch nicht. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und lasst euch reich beschenken.